Buja und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe wieder mal ein Päckchen von AliExpress bekommen. Und diesmal wirklich Expresslieferung. Das ist unfassbar. Garantiert wird ja 10 Tage. Die haben das in 7 Tagen geschafft. Also Wahnsinn. Einfach nur top. Ich habe diesmal alles rund ums Fahrrad gekauft. Sprich Fahrradbekleidung und ein bisschen Fahrradzubehör. Nicht lange schnacken. Lass uns zusammen schauen, was ich bestellt habe. Wie die Qualität ist und ob sich das gelohnt hat. Also, auf geht's. So, und die erste Ware ist, und das ist eine Mütze, eine Fahrradmütze. Zack, das ist eine Fahrradmütze. So sieht die aus. West Biking, alles schön sauber vernäht. Etikett hat das auch. Innen leicht gepolstert. So Fließstoff. So, einmal kurz anziehen. Tadada! Und so sieht das aus. Sitzt perfekt, passt perfekt, fühlt sich sehr gut an. Wirklich sehr schön. Hier haben wir sogar noch ein Zertifikat. Also die Chinesen machen schon ihren Job ordentlich, muss ich sagen. Also das ist echt, sieht gut aus. Also ich bin sehr zufrieden. Für 1,70 Euro, glaube ich, so 72, 73, also geschenkt. Ja, also ich finde das toll. Sieht es wirklich perfekt. Fühlt sich gut an. Und man merkt, es wird jetzt langsam warm darunter. Also fürs Fahrrad beim schlechten Wetter absolut top. Und jetzt kommen wir zum Artikel Nummer 2. Handschuhe. So sehen die aus. Sieht sehr geil aus. Passt perfekt. Und so sehen die aus. Auch alles sauber vernäht. Absolut perfekt. Also ich finde das echt toll. Und auch dieser Artikel für 1,70 Euro. Super. Besonderheit an diesen Handschuhen, man kann mit diesen Handschuhen Handy bedienen oder Display bedienen. Also echt geil, absolut top. Wie schon gesagt, alles sauber vernäht, perfekt. Und wirklich sehr warm. Bei dem Wetter werden die Finger beim Fahrradfahren auf jeden Fall nicht frieren. Geil. Jetzt kommen wir zum Artikel Nummer 3. Was könnte es sein? Was könnte es sein? So, eine Mütze und ein Schal. Hier mit einem Logo, 5,11. So, probieren wir das mal aus. Und so sieht das im angezogenen Zustand aus. Es liegt gut an, passt perfekt, fühlt sich auch sehr schön an, schön warm, mit dem Schal, Hals ist geschützt, Kopf ist geschützt, perfekt. Und wenn man unterwegs ist und eine Bank ausrauben will, dann einmal zack und man ist ein Gangster. Nee, perfekt. Den Schal kann man auch verstellen. Hier ist ein Bändchen, man kann das enger machen, dass es nicht abfällt beim Fahrradfahren zum Beispiel. Also fühlt sich sehr gut an, passt perfekt, sieht auch top aus. Sehr zufrieden und wieder mal 1,73 geschenkt. Jetzt kommen wir zu Artikel Nummer 4. Was könnte das sein? Und hier haben wir eine Halterung. Und zwar ein Ende kann man an das Fahrrad anschließen, zum Beispiel an die Sattelstütze. Und das andere Ende, da kannst du alles mögliche anschließen, zum Beispiel Luftpumpe oder Kamera. Und man kann dann schön filmen beim Fahren oder eine Taschenlampe. Zack, ans Lenkrad, hier eine Taschenlampe und man hat Licht. Zudem kann man die Halterung um 360 Grad drehen. Absolut genial, top. Sehr gut verarbeitet, fühlt sich sehr stabil an. Also ist zwar Plastik, aber fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich werde das wahrscheinlich zum Filmen benutzen oder als Fahrradlicht. Also sprich Halterung für die Taschenlampe. Oder vielleicht, ich weiß nicht, da gibt es dann noch geile Ideen. Falls du eine Idee hast, was man damit noch machen kann, schreib unten in die Kommentare. Perfekt, also wirklich tadellose Verarbeitung. Sehr schön, finde ich cool. Und wieder mal 1,70 Euro oder 72 oder geschenkt. Und jetzt kommen wir zu Artikel Nummer 5. Noch ein paar Handschuhe.
Sport. Ich bin echt sportlich heute. Und hier sind die Handschuhe. Passen perfekt, fühlen sich sehr gut an, schön warm. Hier haben wir so eine Grip-Oberfläche, damit man beim Fahrradfahren nicht abrutscht. Man kann auch ein Display damit bedienen. Ja, hier haben wir Sportschriftzug. Da auch. Also wieder mal. Perfekt. Finde ich echt klasse. Wirklich. Fühlen sich sehr schön an. Gut. Sehen sehr schön aus. Perfekt. Artikel Nummer 6. Jetzt kommen wir zu Radhosen. Und hier habe ich eine Radhose. Sieht auch sehr gut aus. Alles sauber vernäht. Schön leichter Stoff. Innen drin 3D, 4D, 5D Gel-Kissen. Ungefähr 1,5 bis 2 cm dick. Anti-Shock-Gel. Komfortzone. Also das ist der Wahnsinn eigentlich. New Bowler. Von New Bowler. Also sieht von außen und von innen perfekt aus. Also wirklich sehr gut verarbeitet. Ein wichtiger Tipp von mir. Wenn du bei AliExpress oder in China Klamotten bestellst, musst du auf jeden Fall mit der Größe aufpassen. Guck mal, ich habe mir die Hose zum Beispiel in XXL bestellt. Nicht, weil ich so riesig bin, sondern die Größe, die in Europa ist, entspricht nicht der Größe, die in China ist. Das heißt, auf den meisten Seiten, bei den meisten Artikeln, gibt es eine Größentabelle. Misst deinen Körper aus und dementsprechend entscheide ich für die Größe. Ich trage normalerweise L, aber L würde mir nicht passen, deswegen ich habe mich ausgemessen und laut meiner Daten entspricht das XXL. Deswegen die Hose in XXL und die passt perfekt. Für die Hose habe ich ein bisschen mehr als 5 Euro ausgegeben. Eine ähnliche Hose, zum Beispiel bei Amazon, kostet um die 20 bis 30 Euro. Und qualitätstechnisch gibt es da keinen Unterschied. Vielleicht ein anderer Hersteller, aber im Großen und Ganzen, alles kommt aus China. Top, ich bin zufrieden. Freue mich schon auf die erste Fahrt mit der Hose. Jetzt kommen wir zu Artikel Nummer 7. Was könnte das sein? Noch eine Radhose. Zack. Und auch diese Radhose ist in Größe 2x XL. Weil, wie schon gesagt, die Größen, die man hier hat, entsprechen nicht den Größen, die man da hat. Wieder mal 1A vernäht, fühlt sich sehr schön an. Auch hier Gelkissen, High Protection und. Sieht gut aus, schön dick. Die Hose ist auf jeden Fall, oder diese Polsterung ist auf jeden Fall ein bisschen härter. Ja. Fühlt sich aber auch sehr schön an. Und die Verarbeitung ist tadellos. Hat auch um die 5 Euro gekostet. Und für ähnliche Hose woanders müsste man dreifache, vierfache, fünffache Menge bezahlen. Cool. So, jetzt kommen wir zu Artikel Nummer 8. Was ist das? Ha, jetzt verstehe ich das. Das ist eine Mütze mit einem integrierten Schal. So eine Sturmhaube heißt das, glaube ich, oder? Heißt das so? Weiß ich gar nicht. So, probieren wir aus. So sieht das aus, wie so ein Ninja. Passt auch perfekt, fühlt sich sehr, sehr leicht an. Ja, schön, Fahrradhelm und dann auf geht's. Ja, sieht gut aus, fühlt sich gut an. Perfekt. Keine Bewegung, das ist ein Banküberfall. Ja, sieht gut aus, ne? So kann man auch eine Bank ausrauben. Bleiben Sie stehen, Geld oder Leben. Und wenn Corona ausbricht, bestens geschützt. Und jetzt kommen wir zu Artikel Nummer 9. Und noch eine Mütze. Eine Fließmütze. Sieht von außen wieder top aus. Sehr gut vernäht. Von innen genauso. Alles sauber verarbeitet. Also perfekt. Einmal anziehen. Und so sieht es aus. Passt perfekt, fühlt sich auch sehr schön an. Geil, echt finde ich geil. Hier, Fahrradhelm drauf und ab. Die Ohren sind geschützt. Genial. Top, 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 top. Gefällt mir sehr gut.
Und jetzt kommen wir zum letzten Artikel. Artikel Nummer 10. Was könnte das sein? Wenn du was weißt, schreib unten in die Kommentare. Bin selber gespannt. Also, 1A verpackt, muss ich schon sagen. Junge, 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 auf jeden Fall top verpackt. Hier habe ich eine Wasserflaschenhalterung fürs Fahrrad von Westbiking. Einmal kurz aufmachen. Zack. Die Halterung besteht aus Kunststoff. Ich habe mich für die Farbe weiß entschieden. Hier haben wir noch zwei Schrauben. Stecken wir jetzt in eine Flasche rein und gucke, ob das hält. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Wasserflasche da reinpasst. Sehr geil. Passt perfekt. Sogar richtig perfekt. Wie angegossen. Also wirklich. Nicht mal einen Millimeter Platz. Richtig schön. Richtig cool. Wow. Das gefällt mir. Aber die Halterung hat noch eine Besonderheit. Man kann, wie schon gesagt, die Flasche so reinstecken. Und man kann die auch so reinstecken. Und falls du dich jetzt fragst, was ist daran besonders, wenn man die Flasche andersrum reinsteckt? Es hat, wie schon gesagt, eine coole Funktion. Und zwar, man kann die Flasche einklemmen. Und wenn die Flasche eingerastet ist, eingeklemmt ist, kann die nicht mehr rausfallen. Ja, die Halterung finde ich absolut genial. Sehr schön, freue mich schon auf mein neues Fahrrad zu montieren. Apropos mein neues Fahrrad, falls du sehen möchtest, was ich für ein Fahrrad gekauft habe, hier oben findest du einen Link dazu. Ich habe gerade noch was anderes herausgefunden. Man kann auch zwei Flaschen in dieser Halterung transportieren. Und zwar, eine Flasche kommt von unten eingehakt und die andere kommt von oben rein. Und somit kannst du zwei Flaschen mitnehmen. Cool, absolut genial, top, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Und auch diesmal hat mich AliExpress nicht enttäuscht. Ich habe 10 Artikel bestellt, 10 Artikel bekommen. Alles ist in tadellosem Zustand, alles sauber verarbeitet. Ich bin wirklich wunschlos glücklich und freue mich schon, die Sachen wirklich unter realen Bedingungen auszutesten. Zudem hat AliExpress noch dazu express schnell geliefert. Garantiert waren es 10 Tage. Ich habe das in 7 Tagen bekommen. Also wirklich von der Lieferung bzw. von der Bestellung bis Lieferung, alles hat reibungslos funktioniert. Ich will wirklich keine Werbung für AliExpress machen, aber alle Erfahrungen, die ich mit AliExpress gemacht habe, waren positiv. Und wenn das nicht positiv war, habe ich mein Geld zurückbekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere meinen Kanal, like, kommentiere. Und ich würde sagen, Booyakaya, und Shopping geht weiter. Booyakaya.